Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Project Highrise. So, wir sind bei der 10. Etage angekommen, haben unser erstes Gourmet-Restaurant da oben gebaut. In der 10. Etage natürlich. Da wollen wir mal schauen, ob da auch Leute hinkommen. So wie es aussieht, ja. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Eine 10. Etage ist ein Restaurant natürlich super cool, muss man ja sagen. Die haben natürlich jetzt nicht so viele Kunden gehabt, ist klar, weil das hat ja jetzt nicht lange aufgehabt, aber ist vollkommen okay. Und wir haben jetzt hier auch zwei Zimmer Luxus-Apartments, was auch sehr gut läuft alles. Gas haben wir, Wasser haben wir noch, Strom haben wir noch, Kabel-TV haben wir noch und Telefon haben wir auch noch genug. Sehr gut. Wir könnten hier natürlich jetzt richtig viele Büros noch hinbauen, wenn wir Bock hätten. Ich würde aber eigentlich gerne noch, auf jeden Fall noch ein Gourmet-Restaurant hier hinbauen. Und zwar ein, boah, Thai, Japan, was es gibt. Das ist ein französisches. Bietet Abendessen. Abendessen eine Bar. Abendessen mit Star-Koch. Frühstück und Mittagessen, hört sich gut an. So ein Fischrestaurant. Wasser, Gas und Strom. Was kriegen wir hin? Wasser, Gas. Habe ich doch schon längst. Wieso gibt es da Minus? Hä? Oh wow. Oh wow. Das ist aber hoch. So, und dann bauen wir noch ein Fischrestaurant dahin. Da haben wir schon mal zwei Gourmet-Restaurants da stehen. Was schon mal sehr cool ist. Wir könnten noch die Doppeldinger hier bauen. Ui. Club der Führungskräfte. Mehr Technikbüros. Luxuriöse Geschäfte. Okay. Hubschrauber Charters. Oh mein Gott. Alles klar. Aber Sendestudios können wir tatsächlich bauen. Da brauchen wir nur luxuriöse Geschäfte. Die könnten wir auch hier oben hinbauen. Wäre nicht das Problem. Hast laute Bereiche. Na gut, so laut dürfte es eigentlich nicht werden. Wow. Fast 4000 Einnahmen haben die hingelegt, ey. Der Shit. So, da bräuchten wir aber mal langsam. Ihr könnt ja erstmal das hier mal wieder machen. Und wir bräuchten noch ein Lager. Ein Lager. Lager, Lager, Lager. Da passt keins mehr hin. Das ist ganz schön frech. Da müssen wir mal ein bisschen ausbauen. Zit. So, baut man da aus. Brauchen mehr Lagerflächen. Wow, Luxusgeschäfte. Wir haben jetzt früh, Mittag und Abend. Wir brauchen noch eine Bar. Eigentlich bräuchten wir noch eine Bar. Haben wir noch eine Bar? Mittag und eine Bar. Abendessen und eine Bar. Mittag hätten wir dann drei, ne? Das ist natürlich doof. Obwohl, dann hätten wir Frühstück, Mittag und Abendessen. Hm. Strom, Wasser und Gas. Aber der hat eine Bar, deswegen. Nehmen wir mal das Bangalore Lehmofenküche. Ne, Restaurant Jaipur. Die nehmen echt gut Geld ein. Leck mich am Arsch. Jetzt. Kann man eigentlich nur einen Transit bauen? Ich glaube ja, ne? Ja. Okay. So, wir brauchen noch ein Lager, habe ich gesagt. Dann sollen wir da immer dahin.
Kommt ja noch ein Aufzug hin. So, und jetzt kommen Luxusgeschäfte. Ich würde sagen erstmal zwei. Porzellan, Strom, Telefon. Okay. So. Juwelier natürlich super geil. Boah. Juwelier ist schon mal cool. Ich würde sagen, Kosmetikboutique können wir auch noch nehmen. Warum nicht? Bauen wir noch einen hin. Und dann nehmen wir noch einen Händler für gute Weine. Ne, wir nehmen einen Kunsthandel. Zack. Sag mal, da drei Restaurants und drei Luxusläden da oben. Wie sieht das aus? Immer noch nicht. Größere Auswahl Luxus. Wieso Geschäfte? Was mache ich doch hier? Juwelierkunsthandel? Ja, nur doch den Händler für gute Weine noch. So. Strom sieht gut aus. Telefon sieht gut aus. Sieht alles gut aus. So. Die brauchen nicht wirklich viele Kunden, so wie das aussieht. Muss man sagen. So, nu? Jetzt will ich mich verarschen, ne? Größere Auswahl, luxuriöse Geschäfte. Willst du mich verkohlen? Ich habe vier Stück. Du willst noch bauen? So. Gut, dann machen wir noch mehr. Mir doch egal. So, bauen wir noch ein Lager. Was ist er? Aktenablage. Aktenablage brauchen wir. Ja, wir kriegen genug Kohle. 13.000 gerade. Aktenablage, Aktenablage, Aktenablage. Bauen wir noch einen Rotstock noch hin. Warum nicht? Strom und Telefon. Was ist das? Schon wieder Computer in IT? Was ist denn euer Problem? Was ist denn ihr Problem hier? Boah, jetzt habe ich auch keinen Platz. So. So, die Etage ist auch fertig da oben. Zack. 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 Zack und zack. Und dann hätten wir noch gerne Abfall. Und zack. So. Ob das jetzt... Könntet ihr mal das da bauen? Oder was ist euer Problem? Habt ihr das große Konstruktionsbüro? Ja. Hab ich. Habe ich, habe ich, habe ich. Was brauchtet ihr nochmal? Strom und Telefon. So, jetzt hört auf zu heulen. Echt mal. Sollte mal langsam reichen. So, wir brauchen mehr Luxusgeschäfte. Okay. Dann kriegst du doch gerne neue Luxusgeschäfte. Und zwar einen Porzellanladen noch. Den haben wir nämlich noch nicht. Ah ja, Strom und Telefon muss ich noch haben. Und... Sitz.
kurz mal drauf geschielt. Sieht noch gut aus. So, Porzellan habe ich noch nicht. So, Retro-Geschirr. Salon de Paris, das ist Kosmetik gewesen. Dann haben wir Edelsteine Juwelier. Dann haben wir einen Kunsthändler und einen Weinhändler. Das heißt, es fehlt eigentlich nur noch der Buchhändler. So. Dann haben wir jetzt alle. Alle. Wirklich alle. So. Jetzt können wir auch die Sendestudios da reinholen. Wir brauchen dafür aber Strom. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall noch einen Stromanschluss machen. Telefon sollten wir eigentlich auch noch einen machen. Kabel-TV sieht eigentlich noch gut aus. Kabel-TV und Strom. Jetzt weiß ich gar nicht, brauchen die beide? So. So. Dann können wir KPLB Radio. Was wollte der noch? Hubschrauber Charter Service, okay. Was denn das? Was? Höher als Erdgeschoss, okay. Dann kriegen wir ihn. Kommt das hier oben rein? Oder? Ja, warum nicht? So, Telefon und haben wir beides da rumliegen, sehr gut, haben wir. Dieser Bereich ist so laut. Lauf zu heulen. So. Sieht gut aus. Alles ist da. Ist ein bisschen zu laut, der hört auch her, Mann. Kann sich auch anstellen. So, können wir direkt noch ein Sendestudio hier reinmachen. Ostsee-Radiosender. Ostenradiosender. Dann haben wir hier direkt noch der WDML-Radio rein. Und dann haben wir direkt hier schön drei fette Sendestudios drin im Turm. Sauber. Technikunternehmen können wir noch nicht machen, weil wir haben zu wenig Technikbüros, warum auch immer. Mehr Anwaltskanzleien. Da brauchen wir eigentlich auch Bankenhauptsitze. Da brauchen wir nur den Club da. Diesen Club der Dingenskirchen, der Club der Führungskräfte. Um Wassertelefon. Okay. Strom. Teflon. Wasser. So. Muss ich den Scheiß eigentlich auch da oben bauen? Ja. Höher als Erdgeschoss, steht sogar bei. Der brauchte Strom, Telefon und Kabel. TV. Natürlich braucht er Kabel, TV. Was
Wasser braucht er ja gar nicht, ne? Kann das sein? Egal. Egal. Fitness- und Gesundheitsservice, haben wir. Club der Führungspersönlichkeiten, haben wir. Können Weichbank, Haupt, Strom und Telefon brauchen die nur. Ein Limousinen-Service brauchen sie jetzt auf einmal auch, alles klar. Was ist denn da los, Hämmer? Hühnereins Erdgeschoss, Strom und Telefon. Strom und Telefon! Seid froh, dass ihr so viel Geld gibt, ey. Jetzt würde ich irgendwo hintreten. Strom, Telefon, sollte eigentlich alles liegen. Sehr gut. Bankenhauptsitze auch noch schon zwei. Hua. Sauber. Kohle fließt. AQ. HQ. Mit den Technikbüros und so, da muss ich mal gucken. Ey. Vor allem, was für Technikbüros? Kleine gibt's keine. Mittelgroß. Guck mal, mittelgroß. Da sind Technikbüros. Aha. Aha. Eine Anwaltskanzlei. Um Telefon müsste eigentlich alles noch liegen, tatsächlich. Ja. Läuft. Da wollen wir ein paar kreativen Technikbüros hier einziehen lassen. Und mal schauen, ob das funktioniert. Denn wir wissen ja. Oh, sehr gut. Ein Auftrag fertig. Wir wissen ja, dass das hier schon allein nicht funktioniert hat. Ingenieurbüros. Zu wenig immer noch. Ja. Jetzt ziehen da welche aus, warum? Der viele Fußgängerverkehr lenkt ab. Was für ein Fußgängerverkehr? Von wo? Die müssen höher. Gehe ich mal stark von aus. Die müssen wir hier drüber bauen, die großen. Dann ziehen die bestimmt auch gleich raus. Muss ich tatsächlich irgendwie noch zwei Etagen aufbauen oder so. Mehr große Restaurants. Würde ich ja nämlich auch sagen, ich würde dann hier. Wo sind sie jetzt? Warum sind die in der Satzung? Gestern kein Grün gemacht, die Bereich ist zu laut. Mindestens 15 ansehen. Oh, ich hab sie mal nicht ansehen. Ups. Warum jetzt so wenig ansehen? Jetzt wieder. Aha. Keine Ahnung. Warum? Die jetzt ausziehen, ist klar. Die müssen höher. Also ich müsste hier oben wenn reinmachen. Okay. Dann muss ich dann ein bisschen anders planen. Luxusgeschäfte.
Die haben kein Problem mit Geruch. Egal, da werden wir uns aber in den nächsten Folgen angucken. Deswegen würde ich wieder sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Projekt High Rise Schüssingen.